Leute, heute möchte ich über einige legendäre, ikonische, in die Jahre gekommene Charaktere aus dem GTA-Universum sprechen, die eventuell laut Gerüchten einen Gastauftritt oder auch mehr in GTA 6 bekommen sollten. Vielleicht als NPC, als Auftraggeber, vielleicht können wir die Charaktere auch für mehrere Missionen selber spielen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Und da die Hauptstadt hier in GTA 6 Vice City ist, muss ich GTA-Fans wahrscheinlich nicht sagen, welcher der legendären, in die Jahre gekommenen Charaktere hier gemeint ist. Natürlich ist die Rede von Tommy Vercetti. Das ist einer der Leute, die auf jeden Fall hoch im Kurs stehen. Bevor ich jetzt aber näher drauf eingehe, wer in Zukunft mehr GTA 6 Stuff von mir sehen will, Leaks, News, wenn das Spiel dann auch draußen ist, GTA 6 Online und so weiter, seid ihr bei mir genau richtig. Ich werde das als zweites Hauptspiel auf meinem YouTube-Kanal mit aufnehmen. Hauptspiel ist aktuell Apex Legends, was es auch bleiben wird. Also alle Apex Legends Abonnenten, Apex bleibt aktuell und GTA 6 kommt mit hinzu, weil ich mich schon seit Jahren extrem auf dieses Spiel freue. Und gerade San Andreas und GTA 5, das waren meine Haupttitel, die ich am meisten gezockt habe. Auch GTA 4, aber nicht so extrem. Deswegen freue ich mich extrem auf diesen Release. Wie oft habe ich jetzt extrem gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte euch erstmal die Hauptcharaktere vorstellen. Lucia wäre der erste weibliche Charakter überhaupt in GTA. Und der zweite spielbare Charakter oder Hauptcharakter ist Jason. So sehen die beiden aus. Hier nochmal als Couple auf einem anderen Bild. Ungefähr so soll die Ingame-Grafik der beiden Charaktere aussehen. Sieht auf jeden Fall extrem genial aus. Und jetzt komme ich zu gerade mal zwei. Es könnten auch mehrere Charaktere sein, die wir aus früheren Teilen kennen, die wahrscheinlich sehr hoch im Kurs stehen. Natürlich Tommy Vercetti, habe ich schon gesagt. Der sollte, wenn wir wirklich einen Gastauftritt von ihm sehen, der kürzer oder länger sein könnte, wird er um die 70 Jahre sein. Ein bisschen älter als 70, 72, 73 ungefähr müsste der dann sein. Also schon ordentlich alt und grau in die Jahre gekommen. Das passt einfach nur, weil GTA 6 spielt in Vice City. Und Tommy war natürlich der Hauptcharakter in GTA Vice City. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir diesen Menschen über kurz oder lang in der gesamten Geschichte irgendwann sehen werden. Und das wäre eine richtig fette Geschichte. Und da GTA 6 auch Stadtteilzüge von San Andreas haben soll, die Karte soll sich ja auch weiterentwickeln und so weiter und so fort. Der Hauptteil bleibt Vice City. Könnte es tatsächlich sein, dass wir CJ aus GTA San Andreas wiedersehen könnten. Der wird dann so um die 53 Jahre alt sein, also auch schon ein paar Jährchen alt. Und das war es tatsächlich zu meinen allerersten GTA 6 News. Ich habe eine Menge mehr im Petto. Ich werde ein bisschen Rückstand aufholen. Der Vollständigkeit halber habe ich eine Menge Leaks. Es sind wahrscheinlich gefühlt hunderte Leaks, die ich nach und nach nochmal so ein bisschen aufwerten werde. Und für meinen Kanal für GTA 6 Leaks, einfach der Vollständigkeit halber, werde ich aus den letzten Wochen und Monaten nochmal ein bisschen was aufgreifen für die, die da noch unwissend sind. Um das noch ein bisschen zu vervollständigen, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wird es eine Menge mehr über GTA 6 geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er mit an den Start bleibt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.